Warniges hat dich erwischt? Ja, bin gerade rausgeflogen. War die ganze Zeit im Short und hab gerade gute 10 Züge reingestellt und gegen Astana verloren. Und was war die große Hand, wo du viel abgebaut hast, oder was eher kleinweise? Ich hatte einmal direkt am Anfang einen Flush, den ich folgen musste. Und der andere hat einen größeren Flush gezeigt, also habe ich nochmal überlebt. Und dann habe ich eigentlich einen sehr großen Bluff gespielt, wo ich einen Preflop raise, Flop und Turn bette und einen River Over bette und von Ace High gecallt werde. Das ist schon Hero Call, oder? Ja, ich glaube, er hat nicht ganz realisiert, dass selbst die meisten meiner Bluffs ihn schlagen, aber na gut, da habe ich halt einige Chips verloren und ansonsten, ja, eben nochmal ein Comeback gemacht, gegen Michael Kainer einen großen Pot gewonnen, dann gegen Bobby G einen Pot verloren und war jetzt, ja, so short. Tisch war auch nicht mehr so gut, Ben Kang war dran, der ganz solide Spiel und noch ein paar andere relativ gute Spiele. Also einen starken Tisch gehabt, oder? Ja. Also es waren zwei Franzosen, die schlecht waren, aber so war es ein ganz guter Tisch. Okay. Und jetzt Cash Gamen? Jetzt Cash Game. Viel Spaß, es sind, ich habe gerade gehört, dass 16 Leute auf der Liste sind. Welches Limit? Keine Ahnung, ich habe nur gehört, dass er DC vorbeigelaufen ist und gesagt hat, Cash Game geht über. Echt? Also glaub, anmelden und dann trinken wir einfach ein Bier gemeinsam. Das machen wir. Okay. Alles klar. Bis später, danke.